Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's euch? Alles in Ordnung? Jupp. Heute spielen wir wieder Planet Zoo, wie man sieht. Falls meine Stimme nicht ganz so gut klingt, tut es mir leid, ich bin ein bisschen verkühlt. Nase rinnt, Halsweh. Also wird der Stream heute nicht allzu lange dauern, schätze ich mal. Aber ich wollte unbedingt euch mitnehmen, wenn ich das Krokodilgehege fertig mache oder weitermache. Ich hoffe, heute stürzt Planet Zoo nicht ab. Das ist nämlich immer ein bisschen nervig, wenn man baut und dann vergisst man zum Speichern oder denkt sich, das geht sich noch aus und dann auf einmal ist alles vorbei. Und man fängt wieder von vorne an. So, bis dahin haben wir gestern gemacht. Haben wir gestern noch die Krokodile reingegeben. Die fühlen sich jetzt mittlerweile schon sehr wohl. Wie man sieht, alles im grünen Bereich. Bepflanzung können wir noch, Entschuldigung, Bepflanzung können wir noch reingeben. Aber sonst ist alles in gutem Zustand. Ich habe das jetzt da umgebaut ein bisschen. Das heißt, die Krokodile können darauf, deswegen habe ich da auch den Kürbis hergegeben. Die gehen dann darauf. Und da können die Zuschauer oder die Besucher hinaufgehen. Und können direkt bis ganz nah zu die Krokodile. Zuerst habe ich nicht geglaubt, ob das funktioniert. Aber gestern während dem Bau habe ich dann gesehen, dass doch Leute raufmarschieren. Also funktioniert das auch. So, wo machen wir da weiter? Bepflanzung, ne? Schaut eigentlich im Großen und Ganzen recht schön aus. Aber Pflanzen schaden nie. Müssen wir nur schauen, da fressen sie gerade. Sehr schön. Bepflanzung. So. Nicht afrikanisch, asiatisch. Aquatisch, gemäßigt, tropen. Aquatisch, gemäßigt und tropen. So. Falls ich ein bisschen blöd reinschauen sollte, tut es mir leid. Weil durch das, dass mir die ganze Zeit die Nase rinnt und mir es nicht gerade wirklich besonders gut geht, brennen mir natürlich auch die Augen. Aber ich habe mir gedacht, für euch werde ich einen Stream starten. Eigentlich wollte ich aussetzen heute mal. Aber ich nutze die Chance. Und nehme euch mit in mein Gehege. Mit der Gestaltung ist es halt immer ein bisschen schwierig. Soll ja schön ausschauen, soll nicht vollgestopft ausschauen. So wie das, das passt zum Beispiel da nicht her. Zwar ein schöner Busch. Aber wo kann man den hinsetzen? Dass er schön ausschaut, aber nicht nervig wirkt. Ihr wisst, was ich meine. Immer so
ein zweischneidiges Schwert. Soll schön ausschauen. Sollen schöne Pflanzen drin sein, aber auch nicht zu viele oder zu wenige. Ich tue mir recht gern bei den Bäumen da so Gras her, das ist ja in der Natur auch. Dass im Schatten bei den Bäumen mehr Feuchtigkeit herrscht und deswegen dort auch die Gräser dort schön wachsen. Deswegen schaut das eigentlich recht schön aus, wenn man da ein bisschen so nicht einfach nur einen Baum hinpflanzt und das war's, sondern auch ein bisschen so Gräser dazu gibt. Schaut das Ganze ein bisschen aufgelockter aus und natürlicher. Ansonsten schaut das aus wie hingestellt und das schaut dann ein bisschen komisch aus. Ja, endlich ist Wochenende, das stimmt. Wobei, das Wochenende vergeht eh immer so schnell, dass man sich manchmal wünscht, dass eben Samstag, Sonntag zum Arbeiten, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei hätte. Das wäre mal was. Aber das spielt's nicht. Das Schilf. So. Jetzt will ich sagen. Nein, nein. Unter Wasser müssen wir noch machen. Was war das? Aquatisch so. Weil unter Wasser schaut es ja ziemlich kahl aus. Und da kann man ja, wenn man nur aquatisch nehmen, was gibt es denn da? Apfelmangroven, Grundnesseln, ja, das schaut schön aus. Das schaut gut aus. Wir wollen da ein bisschen was Grünes unten haben, ne? Aber ist egal, wo man schaut, Wasserpflanzen. Gibt's immer irgendwo. Allein durch Sonnenlicht kommt dann die Algen. Wobei Algen gibt's in dem Spiel nicht wirklich. Und sind es dann eben mit denen ein bisschen dekorieren. Das soll ja auch nicht irgendwie hingestellt ausschauen. Ihr wisst, was ich meine. Soll ja natürlich ausschauen. Man kann natürlich das irgendwie so hinklatschen. Aber die Frage ist, dann schaut das nett aus oder? Das ist schon eine Kunst für sich. Ich weiß nicht, ob ich die Kunst beherrsche. Aber dass das Ganze ein bisschen natürlicher ausschaut. Sowas zu dekorieren ist schon ganz schön viel Arbeit.
überhaupt auch unter Wasser. Aha, da schwimmt gerade eins. Ein Kroko. Riesenwasserfreund. Es gibt ja lustige Pflanzen. Also das Planet Zoo ist momentan einer meiner Lieblingsspiele. Natürlich gibt es dann noch das Euro Truck Simulator, das spiele ich auch sehr gerne, aber das habe ich bis jetzt immer eigentlich offline gespielt. Das spiele ich auch sehr gern, genauso wie das Hunter Call of the Wild. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel, das taugt mir sehr. Aber es sind halt leider alle ein bisschen sehr zeitaufwendig. Und wenn man arbeiten ist den ganzen Tag und dann nach Hause kommt, dann will man auch mal kurz eine Ruhe haben. Aber das spielt's nicht immer. Man hat ja auch seine Verpflichtungen. Bei mir mit 3 Kindern ist das Ganze dann nicht ganz so einfach. Das eine Kind ist 6, das andere 8 und die älteste ist erst vor kurzem 10 geworden. Da ist das Ganze natürlich ein bisschen anstrengend, die wollen ja auch beschäftigt werden. Deswegen, wenn ich einmal nicht Zeit habe zum Streamen, seid mir nicht böse. Meine Kinder wollen ja auch was von mir haben. Ich glaube, das versteht's ja. So. Ich würde gerne da Bänke herstellen. Das ist wieder so. Das ist das, was nervt ein bisschen. Welche Bänke passen denn da gut rein? Die schauen gut aus. Einmal. Lass mal ein bisschen Platz. Stimmt jetzt an. So, das kann man jetzt auch Bänke herstellen. Da passen die Bänke nicht her. Brauchen noch Mistkübeln, ganz wichtig.
Also stelle ich dazwischen die Bänke stellen. Mit Mistkübeln. Jetzt tun wir noch einen Bildschirm da rein. Das glaube ich recht sinnvoll. Oder geht das da nicht? Ich glaube, das funktioniert da gar nicht. Ich glaube, das ist nicht. Ah, jetzt. So, wie schauen wir das jetzt aus? Gut, stellen wir das mal runter auf den Boden. So. Da haben wir den Ganges-Kavial drinnen. Und einen kleinen Lautsprecher drüben noch her. So. Daneben platzieren wir noch eine Spendenbox. Was haltet ihr davon? Lautsprecher können wir auch noch herstellen. Geht das da? Also wir könnten den. Moment. Also das geht nicht da. Ich wollte ihn da verstecken, aber das wird nicht klappen. Na, lass mal sagen. Entschuldigung. Da könnte man hersetzen. Kann man den eigentlich anders? Ja. So, und was spielen wir da? Asiatisch kommen wir die, ne? So, dasselbe könnte man da auch nochmal machen. Drehen wir den rüber. Setzen den ein bisschen in die Höhe, soll ja schön ausschauen. Ne? So. Was haben wir gehabt? Das ist asiatisch. Wieder geil ist das. So. So, da. Im Großen und Ganzen schaut das jetzt nicht so schlecht aus. Da können natürlich noch Felsen her, das machen wir jetzt. Das Dekorieren nimmt halt die meiste Zeit in Anspruch, finde ich. Das ist ein bisschen too much. Also Felsen.
Wir könnten da noch so eine Rutsche reinbauen. Ich hoffe nur, ich muss nicht gleich niesen, weil dann werden euch die Ohren abfallen, schätze ich mal. Und es hat ja schon ein paar Mal zerrissen. Und das ist, glaube ich, für euch nicht so angenehm. Wenn ihr gerade schön am Lauschen seid und dann auf einmal zerreißt es mich. Könnte ich mir vorstellen, dass es nicht für euch sehr angenehm sein wird. Was macht ihr am Wochenende? Habt ihr schon was vor? Ich werde wahrscheinlich oder ziemlich sicher, je nachdem wie das Wetter ist, angeblich soll es am Wochenende regnen, aber das hält mich nicht ab davon. Ich möchte gerne angeln gehen. Wer ist denn von euch auch ein leidenschaftlicher Angler? Gibt es da ein paar von euch? Ah, ein Schlammbad für das kleine Kroko. Sehr schön, machst du das. Das könnten wir auch verkleiden, das habe ich letztes Mal schon machen wollen. Ah, die Nase. Ah, gut. Freund der Berge. Genießt sein Schlammbad. Wer von euch spielt noch Pläne zu? Hat das schon wer runtergeladen von euch? Oder ist das nicht so interessant für euch, nur fürs Zuschauen? Ihr könnt mir mal von euch einen Zoo schicken, wenn ihr auf das Lust hättet, dass ich mir das anschaue. Ich weiß, es gibt schon genug, die was das nennen, bewertet den kleinen Zoo. Wir haben da schon viele Videos angeschaut. Ja, was das sehr gut macht, ist, dass, oder den ich sehr sympathisch finde, ist der Dandymann. Der macht das recht gut. Aber der spielt auch das, Jurassic World. Das habe ich auch, aber auf der PS4. Aber auf der Konsole ist es, glaube ich, nicht so schön zum Spielen wie am Computer. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eventuell dann den Zoo eben ihn einmal schicke, dass er sich das anschaut, was er dazu sagt. Ob er meint, dass ich das gut mache oder komplette Katastrophe ist. Nur so Interesse halber. Aber grundgenommen muss es ja mir gefallen und nicht irgendwen anderen.
Ja, auch so, wenn Sie einen Zoo jetzt zum Beispiel mir schicken würdet und mir gefällt das nicht, kann ich sagen, okay, gut, es gefällt mir nicht. Oder ich kann einen Tipp abgeben, wie es vielleicht besser ausschaut. Aber grundgenommen muss es ja euch gefallen und nicht mir. Das ist ja euer Zoo. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, speichern wir mal. Und wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nur ein Nachbau von Schönbrunn. Natürlich, 1 zu 1 kann ich es nicht nachbauen, weil in Schönbrunn ja ganz andere Gegebenheiten sind. Aber die Tiere stimmen auf jeden Fall. So. Machen wir mal da bei den weiter. Da kommen die Affen rein. Da ist auch das Affenhaus in der Mitte. Das haben sie, glaube ich, auch schon geändert. Und da wollen sie ändern. Schönbrunn ist eigentlich recht schön. Da kann man nichts sagen. Die tun was für ihre Tiere, wenn man das vergleicht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein Kind war. Da waren die Löwen eingesperrt in ein Gehege. Das ist ja ziemlich klein gewesen. Und wenn man sich das Gehege jetzt anschaut, was die Löwen haben, oder die Giraffen, da kann man schon sagen, die tun was für die Tiere. Das ist nicht so wie bei manchen Zoos, wo man sagt, die Tiere werden auf engstem Raum gehalten. Sicher, ein Tier, was im Zoo ist, ist natürlich nie wie in der freien Wildbahn, das braucht man gar nicht drüber reden. Es ist ganz klar. In der freien Wildbahn ist es wieder ganz was anderes, aber ich sage mal, wer von uns hat die Möglichkeit, okay, jetzt während dem Corona gar nicht, aber generell wäre von uns die Möglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel sagt, man fährt in den Dschungel und schaut sich einen Tiger oder einen Jaguar einen Nahen an, ohne dass man dann sagt, man riskiert sein Leben dafür. Glaube ich, das hat keiner. Sicher ist schön, wenn man in freier Wildbahn einen Löwen sieht. Nur die Frage ist, ist der Löwe von euch auch begeistert dann? Als Zuschauer oder als Futter? Und die Safaris, was da gibt, ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat man schon viel gehört, dass das alles eigentlich nicht wirklich so scheint, wie man es sieht. Da gibt es ja die Löwenfarmen und alles Mögliche, wo die Löwen ausgesetzt werden. Also, ich weiß nicht. Und die Tiere, was im Zoo sind, sind ja auch von anderen Zoo oder im Zoo selber geboren. Das heißt, die kennen das wahrscheinlich auch gar nicht anders. Natürlich haben sie ihren Instinkt. Da braucht man nicht drüber debattieren. Aber wenn sie Platz genug haben und man sich um sie kümmert, kann ich mir vorstellen, dass sie sich doch recht wohl fühlen. Nur was meint ihr zu dem Thema? Könnt ihr mir mal in den Chat schreiben, was ihr von den ganzen haltet? Oder in die Kommentare, wenn ich das auf YouTube rauflade. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal ein Like da lasst oder einen Daumen hoch auf YouTube oder mich vielleicht sogar abonniert. Es würde mich freuen. Auch mit meiner schrecklichen Stimme jetzt momentan.
oder mit meinen roten Augen. So, das ist die Affeninsel. Wenn wir schauen, wenn wir die teilen. Wenn wir zwei Affenarten dorthin setzen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Meistens nicht. Meistens tue ich dann nochmal umbauen und das Ganze neu machen. Das habt ihr ja eh schon ein paar Mal gesehen. Ja, aber so ist das halt, wenn man auf gut Glück losbaut. So, wie schaut das aus? Wasser. Haben wir wieder das Problem? Oder klappt das diesmal? Na, diesmal klappt es ohne Probleme. Sehr gut. Okay, wir machen einen Unterwassertunnel. Ich würde mich gerne das Ganze freilassen, dass die Zuschauer das recht gut sehen. Einen kleinen Zaun nur, am besten so einen Holzzaun. Und den ziemlich niedrig halten. Also so niedrig wie möglich. Okay, das geht wieder nicht. Ich verstehe nicht, warum das bei manchen nicht geht. Bei der Mauer, die ist, glaube ich, zum Bauen am besten. Und ich kann natürlich dann nachträglich das umändern. Ja, wie ihr seht, mit der Mauer, da kann man die ganzen Konturen schön nachmachen. Und das klappt einwandfrei. Und nachher tun wir dann die Holzbarriere machen. So. Das wäre jetzt mal soweit fertig. Setzen wir das auch runter. Schön. Jetzt nehmen wir alles, machen Holz draus und fertig ist die Geschichte. So. Ich würde sagen, wo machen wir den Eingang hin? Für die Pflege brauchen wir den Eingang. Ich hätte eine lustige Idee, aber ob sich das verwirklichen lässt, ist wieder eine andere Geschichte. Nehmen wir mal da den Weg weg. Machen wir da einen Eingang her. Ah, da. Ist, glaube ich, da gescheiter, oder? Eine Brücke ist wieder blöd. Dann machen wir das anders. Wir machen da ein durchsichtiges Gehege, durchsichtige Barriere rüber. Sind das nämlich jetzt zwei Gehege. So, und ich habe jetzt da die Idee, machen wir mal die Gehege. Oder warte, schauen wir mal, welche Affen nehmen wir uns. Ich würde ganz gern die Bonobos nehmen.
Die Orang-Utan sind auf der anderen Seite. Japan-Makak haben wir in Schönbrunn nicht. Katas haben wir. Die gibt es in Schönbrunn. Die nehmen wir mal auf. So, und Mandrill gibt es nicht in Schönbrunn. Man soll mich ein bisschen an die Tierart halten, was in Schönbrunn auch gibt. Roter Wari. Schimpansen gibt es in Schönbrunn, aber die gibt es glaube ich da nicht, weil die gibt es auch, die Weißschulter. Gorilla gibt es nicht, da sind die Schimpansen. Nehmen wir die Schimpansen. So. Schimpansen, die anderen, wir haben die geheißen jetzt da. Hat das genau. Ich habe nämlich vor, da die Katas zum Reingeben und da die Schimpansen und da in der Mitte des Mitarbeitergebäude verstecken. Schauen wir mal. Nehmen wir das da. Großes Mitarbeitergebäude, das versteckt man da hinten. Schauen wir mal, wie machen wir das am gescheitesten? So. Gut, und jetzt. Gucken wir mal, bauen. Ich möchte es nämlich recht schön gestalten und zwar mit einem Übergang darüber. Ein Katergebäude, ein Schimpansengebäude. Und da mitten ist das. Das sollte eigentlich recht schön ausschauen. Dann probieren wir das einmal. Alles aus Glas ist glaube ich nicht so der Bringer. Ich möchte es eigentlich vorne nur mit Glas machen. Hinten an, wir sind klar. Machen wir das mit denen. So. Jetzt drehen wir das einmal. Bisschen einen Plan im Kopf. Tut mir leid, dass ich da und räuspere. So. Sollte mal soweit fertig sein, das habe ich falsch gemacht.
Da ist der Eingang. Sehr gut. Gut, gehen wir weiter. Und da ist für die Karte. So, und wer merkt jetzt schon den ersten Fehler, was ich gemacht habe? Wer weiß es? So. Gut, da geht's weiter. Das ist falsch, oder? Ja. Da sind wir richtig zu Hause. Einmal die Türe. So, theoretisch müsste man es hinten nicht verkleiden, aber wie schaut das dann aus? Komisch. So. Und jetzt? Jetzt wird es dann interessant, weil wir machen dazu, wenn es irgendwie geht. Das sieht komisch aus. So. Jetzt ein Dach drüber. Eine Türe brauchen wir noch. Ich werde mal schauen, ob ich das eventuell mal in Speedbuild mache, dass es für euch nicht allzu lange dauert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für euch mit der Zeit ein bisschen langweilig wird. Wenn ihr mir da zuschaut, wie ich da so probiere, suche etc. Ich glaube, das könnte ganz schön langweilig werden für euch. Und ihr sollt ja Spaß haben, wenn sie mir zuschaut und nicht Langeweile bekommen. Das ist zu klein.
Pressure Drills. Passt das dazu? Das ist eher so asiatisch, ne? Klar, am besten schaut das momentan aus. Und die Türe. Wenn wir ändern. Entschuldigung. Bearbeiten die Türe immer weg und nehmen wir diese hier. So. Genau, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie bringen wir die darüber, dass das halbwegs gleich, was es gleich schaut. So. Wir brauchen mal Glas, das ist mal fix. Dach. Ah, da sind wir schon zu Hause. Sehr gut. Einmal das Dach. Wie machen wir das, dass das was gleich schaut? So, nach oben eine Etage. Am besten ist, wenn wir in der Gruppe bleiben, das ist immer klar. Machen wir das daher. So. Was ist das? Nein, das war's. So. Ich glaube, das könnte sich schon ausgehen. Das glaube ich funktioniert. Jetzt haben wir überlegt, wir machen da nur so offenes, aber ich weiß nicht, ob die nicht runterspringen würden. Was ist jetzt wieder? Da. Babaram, param, pam, pam. So, das hätten wir. Und jetzt brauchen wir die Mauer. Wäre natürlich ideal, wenn die nicht so groß wäre. Weil die Affen sind ja nicht so extrem groß, ne? Was haltet ihr von dem?
Das müsste, glaube ich, reichen, oder? Das passt jetzt wieder. Passt das da drauf? Im Großen und Ganzen muss ich sagen, passt es. So, jetzt drehen wir das da. Sehr gut. Jetzt brauchen wir ein flaches Dach. Das gefällt mir immer recht gut. So. Und das da drauf. Jetzt können wir das da noch hier machen. Schaut komisch aus. Wie gefällt euch das? Schaut eigentlich nicht so schlecht aus. Din, 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 din. So. Das Ganze werden wir jetzt da kopieren. Das ist mit den zusammen in einer Gruppe. Speichern wir mal. So. Gruppe bearbeiten. Nehmen wir mal. Das weg. Gut, kopieren wir das einmal. Egal. Setzen wir das darüber. Das können wir dann löschen. So. Wie schaut das aus? Genau so wie ich es wollte. Sehr gut. Gut, das da. Entfernen wir jetzt ganz einfach. Das brauchen wir nicht, das haben wir ja kopiert. So. Jetzt brauchen wir ein Flachdach. Das. Nein. So, zu der Gruppe hinzufügen. Mag er nicht. Zu der Gruppe hinzufügen. Mag er das? Fortfahren. So, was ist da jetzt da? Ein Bau. Also bearbeiten, so, Entschuldigung. Ding, 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 ding. So.
dann eine Stütze her. Gut, bauen wir Wände. Das Problem ist nämlich das, dass ich da vorne Glas wollte. Ist egal, wir machen das jetzt einmal so. Kopieren. Setzen uns da hinten drauf, weil die Affen brauchen ja Höhe. Bekanntlich, dass Affen gerne klettern, ne? Mir fallen so viele Ideen ein, die mir während dem Bauen kommen, dass ich glaube ich nie fertig werden würde mit denen. Aber das ist ja glaube ich auch nicht der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Was meinst du hier? So. Dann machen wir weiter. Also ein bisschen verpackt da hinten. Aber was soll man machen? So. Jetzt kommt jetzt der Random rüber. So. Und der. Wie gesagt, will ich aus Glas machen. Dann machen wir auch Glas hier. So. So, ist das richtig oder ist falsch? Falsch, war ja klar. War ja abzuwarten. Zu erwarten, so. So. Das machen wir jetzt da. Nein, das wird nichts machen, das müssen wir gerade machen. Wenn wir das jetzt gebogen machen, ich glaube nicht, dass wir das dann hinkriegen im Dach. Obwohl, schauen wir mal. Gebogen schaut immer schön aus, oder? Ja, das geht jetzt gar nicht. 5 Meter. So. Gut. Das machen wir jetzt einmal. Wie hoch brauchen wir das? So. Die Affen sollen uns ja nicht sehen können. Die sollen ja da ihre Ruhe drinnen haben. Oder zumindest glauben, dass sie da ihre Ruhe haben. So, ein Stück zurück mit dir. So. Dann nach hinten. So, das machen wir auch auf die Höhe.
passt das? Ja, so hört das fein aus. Ich brauche also das höher davon. Bis daher. Was brauche ich daher? Was haben wir da jetzt für eine Höhe gehabt? Egal. So, wir setzen uns auf die gleiche Höhe wie das. Ja Gott, das heißt, wir sind jetzt da auf 7,49 Meter. Das Ganze machen wir da jetzt auch. Erhöhen das auf 7,49 Meter. Ja. Und jetzt gehen wir darüber. Erhöhen das ebenfalls auf 7,49 Meter. Gut. Dasselbe müssen wir da machen. Das ist jetzt mal fertig. Gehen wir da mal auf. Ah, das ist noch höher. Also na, 7,49 Meter haben wir gesagt. So. Entschuldigung, mein Fehler. Das Ganze sollte eigentlich recht gerade daherkommen. Bin schon gespannt. Gespannt wie ein Fidget-File, sagt man so schön, oder? So. Das wird nix, das merke ich jetzt schon. Jetzt müssen wir nämlich daher verbinden. So. Den Kollegen schieben wir dann noch rüber. Und da müssen wir einen einsetzen. Daher. Genau, das hier. Den setzen wir daher. Gut, und das da. Ah, das geht doch so leicht. Sehr gut. Geht ja doch leichter als gedacht. Setzen wir daher. So, wenn das jetzt noch passt, ja, toll. Jetzt brauchen wir wieder den Speichern, den Freund des Spieles, Speichern. So, und jetzt wieder auf Bau. Und jetzt habe ich vor, schauen wir, ob das klappt.
Schauen wir, ob das klappt. Was ist da passiert? Das gefällt mir nicht. Tut mir leid. Ja, bearbeiten. Sollte so sein. So. Jetzt wird es interessant. Und zwar brauchen wir wo ist das für das Bau? Nehmen wir jetzt einmal Flachdach. Machen da hinten die Hütte zu. So. Genau, so haben wir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Das machen wir dann auch zu. Dann machen wir eine okay. Das ist das dünne Dach. Das gibt's so nicht. Gut, wenn wir die Planken wieder austauschen. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen konzentriert gewesen. Tut mir leid. Das machen wir auch zu, ganz einfach. So. Die Form da gefällt mir überhaupt nicht. Da.
So schaut das schon besser aus. Yep. Jetzt brauchen wir ein Glas. Wo ist das? Flachdachglas. Tun wir wieder ein Filter ein. Okay. Da ist es. Ja, das Problem ist, bei Planet Zoo gibt es so viel, was ja eigentlich gut ist. Nur das Problem ist, wenn man da was Spezielles sucht, sucht man ewig, bis man das findet. Und da dauert das Bauen eigentlich schon recht lang. Und dann nerve ich euch dann noch mit der Sucherei. Aber Gott sei Dank gibt es ja einen Filter, der macht das Ganze ein bisschen einfacher für uns. Oder für mich. Und für euch beim Zuschauen natürlich. So. Moment mal. So, bin wieder da. Und ich glaube, ich werde jetzt dann bald aufhören, weil ich verlasse, glaube ich, schon meine Stimme ein bisschen. Und Halsschmerzen kriege ich auch wieder. Irgendwie müssten wir das noch verkleiden, aber wie? So kleine Sachen gibt es leider nicht. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde es offline weiterbauen und hole euch dann dazu, wenn ich damit fertig bin. Was meint ihr dazu? Da drinnen gehört auch noch alles Mögliche gebaut. Außen das Gehege gehört noch gemacht. Das ist noch sehr, sehr viel Arbeit und ich glaube, so lange halt meine Stimme nicht mehr durch. Da unten muss ich auch noch zumachen. So, Glas. Wenn nicht schlecht, wenn das ungefähr gleich ausschaut. Das schaut nämlich dann ein bisschen komisch aus. Okay, das kann ich knicken. Das kann ich knicken. Wo ist denn das? Also wenn man nicht ganz genau weiß, wo das ist, bin ich ganz schön beschäftigt mit Suchen. Das schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus, oder? Ist aber zu hoch, oder? Hm. Wie schaut es bei denen aus? Das wäre optimal, oder? Also auch zu hoch. Das ist zu klein. Aber ich bin ja auch. Ja, gut. Ja. Wie gesagt. So. Da oben gehört auch eins rein. Das passt. Da oben gehört ein Fenster rein. Das sollte halbwegs schön ausschauen und passen. Wenn wir so eine halbe Runde vormachen. Wie schaut das aus?
Gewehr, das Problem ist sowieso das noch. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt, glaube ich, offline weitermachen. Und werde euch dann das nächste Mal den Fortschritt zeigen. Das ist, glaube ich, für euch leichter und angenehmer. Weil jetzt momentan dauert das ziemlich lange und das ist, glaube ich, für euch nicht so interessant, oder? Würde ich jetzt einmal sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass für euch das ein bisschen fad ist. Wenn man da jetzt da zuschaut. Die ganze Zeit und es geht nichts weiter. Das könnt jetzt mal im Chat schreiben, ob euch das stört oder nicht. Oder was ihr davon haltet, dass ich so ein Speedbild mache. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich angenehmer für euch. Will ich jetzt glauben. Ich kann mich täuschen auch. Vielleicht gefällt euch, dass das mir zuschaut beim Bauen. Und dass ich mich ärgere, dass ich nicht weiterkomme. Kann ja alles sein. So. Nichtsdestotrotz brauche ich jetzt ein Fenster. Das mache ich noch mit euch. Und den Rest mache ich dann nächstes Mal. Oder mache ich offline. Und ich hole euch dann dazu, wenn das Ganze fertig ist. Ich werde mir jetzt dann noch eine Halsschmerztablette reinschmeißen und einen schönen heißen Tee trinken und hoffe, dass das morgen wieder weg ist. Keine Angst, Corona habe ich nicht. Es ist nur eine Verkühlung. Also das Lustige, wenn du jetzt irgendwo hingehst und hustest, weil ich war vorhin in der Apotheke und habe mir Medikamente geholt. Und wenn du da reingehst und hustest, schaut dich gleich jeder schief an. Ist aber auch verständlich. Die Leute passen nur auf. Man kann sie ihnen nicht verübeln. Wer möchte schon gern mit Corona zu Hause liegen? Ihr wisst, was ich meine. Doch schöner, wenn man rausgehen kann, die die freie Natur. Die schöne frische Luft atmet, als wir zu Hause 2 Wochen in Quarantäne sitzen. Oder? Was meint ihr dazu? Also ich bin eher der Meinung, ich bin lieber draußen. Und ich hoffe, dass es bis morgen besser ist, weil morgen wollte ich angeln gehen. Ich glaube, es gibt nichts Blöderes als eine Verkühlung und damit angeln zu gehen. Das klappt nicht. Gibt es denn nicht ein Fenster, was gerade ist, wo man das... Das. Das ist unser Kandidat.
So, den werden wir da anknüpfen. Und das Ganze noch einmal. Kann man das nicht drehen? Oh ja. Wir wollen nicht, dass unsere Freunde da ausbrechen, nicht? So. Wie schaut das mit denen aus? Das passt so weit. Oder? Ja, das passt schon so. Das gefällt mir noch nicht. Das gehört noch ein Stückchen hinein. Das da. Wenn wir noch ein bisschen. Hineinsetzen. So. Jetzt hat das. Ja, genau, so passt es. Das sollten wir da auch jetzt noch machen. Schaut das Ganze besser aus. Yep. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch Gehegeumrandung machen. Entschuldigung, Barriere. Ganz locker so. Das war zu viel. Sehr gut. Ah, da ist mir jetzt noch was aufgefallen. Gut, dass wir das machen. So.
Wir brauchen noch einmal diese Höhe. Da drauf, ne? Wir machen das auch aus Glas und da eine Treppe rauf, aber das wird sich nicht ausgehen für die Leute, deswegen machen wir das zu und fertig ist. Das ist, glaube ich, die einfachste und schnellste und schönste Lösung. So, jetzt müssen wir da noch die Barriere machen. Und da gehen wir weiter. Nach hinten. Gerade nach hinten. Jetzt gehen wir da noch rüber. Straight nach vorn. Koppeln uns an und fertig. So. Nun mit dem schönen Bild werde ich mich jetzt einmal von euch verabschieden. Und wir werden, besser gesagt, ich werde das offline weitermachen und ja, wir werden uns dann das nächste Mal wiedersehen. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wer krank ist, gute Besserung, gesund bleiben und wir sehen uns, ich schätze mal, morgen. Morgen werde ich vielleicht nicht Planet Zoo streamen, sondern The Hunter Call of the Wild oder vielleicht Truck Simulator. Werden wir schauen, wozu ich Lust habe. Wir sehen uns. Haut rein, bis morgen. Bleibt gesund. Euer Christian. Ciao.